Ihr wollt wissen, was hier falsch gelaufen ist? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Jo, wir haben noch ein paar Sachen, die wir anschließen wollen. Und zwar haben wir hier drunter irgendwo den Beton, den wir noch machen müssen. Wir haben noch die Plutonium-Dinger da unten, in Case Plutonium Cells. Da haben wir einmal was ist es? 11 Assembler und die 7 Partikelbeschleuniger. Und für die Uranzellen haben wir auch noch was anzuschließen. Also wir haben für die Seite noch eine ganze Menge. Was haben wir da unten? Modular Frames sind da auch noch bei. Also da können wir noch eine ganze Menge machen. Deswegen springen wir jetzt sofort runter. Denn praktischerweise haben wir ja noch Strom. Weil ich ja die Kupferteile angelassen habe. So. Das hätten wir, das kommt von da hinten, glaube ich, irgendwo. Ja. Das ist auch gut. Damit geht's runter. Müssen einmal den Beton suchen. Hier war der ganze Kram, der ist auch schon angeschlossen. War Beton hier oder war Beton eher... Also hier sehe ich auf jeden Fall schon mal Kalkstein. Das kann nicht so verkehrt sein. Das hat sich nur aus Versehen gereimt. Okay. Okay, okay. Die Kollegen sind das also. Das sind also wirklich nur... Ah, okay. Die auch noch. Das heißt, die 7 Stück. Kommt das hin? In meiner Liste steht 8. 2, 4, 6. Wahrscheinlich habe ich dann irgendwo... Naja, den habe ich übertaktet, damit ich mit 7 hinkomme. Warum auch immer. Kein Problem. Nein, wäre es sowieso nicht. Aber egal. So, dann schnappen wir uns mal Stromkabel hier hin. In dem Fall machen wir tatsächlich mal was anderes. Da machen wir jetzt die dickeren raus. Den dahin. Den dahin. Den dahin. Jetzt geht einer. Mensch, da sind. Das heißt, hier oben irgendwo ist der Spaß. Jetzt ziehe ich mal eben bis hier hin. Die Kollegen möchte ich nämlich auch noch da oben drauf packen. Also die würde ich dann. Das hier ziehe ich gleich nach oben hoch. Und dann wieder darüber. Das ist, glaube ich, einfacher. Die hier unten. Die ja jetzt an sind, weil sie am Dauerstrom hängen. Die werden wir auch darüber ziehen. Das konnte ich nur gerade noch nicht so gut sagen, weil in meiner lustigen Liste hier sind die Zeilen einfach nicht zu sehen. Was ist hier eigentlich an? Und, immer anzeigen, kann man aus Menüband immer anzeigen. Registerkarten. Ah, also jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Platz. Geht gleich weiter. Genau. Ah, okay, das ist auch ganz unten. Würde ich gleich ein bisschen. Ob ich in die oben bringen muss. Oh, das ist praktisch. Ich kann alles so weit runter. Na, dann sehe ich nämlich alles, was ich da gerade brauche, auf der Seite. Gut. So, jetzt müssten 5 belegt sein. Was brauche ich eigentlich für den großen? Weil dann könnte ich das mit einem. Das gucken wir uns jetzt einmal an, ob wir das hinkriegen. Weil das wird sich ja anbieten. Und machen nochmal eben hier. Der Soundtrack ist ja gar nicht schlecht von dem Spiel, aber manchmal. Es gibt halt ein paar Songs, die sind nicht so geil. Wie ich finde. Aber das ist persönliche Meinung. Also, wir brauchen Stahlrohre. Die wir hier vorne nicht haben.
Also. Ja. Ja, zwei Stacks mit. So, und dann brauche ich noch die, was war das? Highspeed-Anschlüsse. Denn die habe ich hier sowieso nicht drin. Oder? Ich gehe nochmal von vorne durch. Nein, 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 nein. Da oben sowieso nicht. Da habe ich Eisenplatten, das weiß ich. Beton, Motoren, Kunststoff, Quarzkristalle, Feuerstein. Funksteuereinheiten, nicht Feuerstein. Weder Herbert noch Fred. Oh Mann. So, das ganze Zeug haben wir nicht. Gemischt waren. Nee. 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 Das sind einfach nur Platinen. Ungünstig. Wir haben all möglichen Scheiße hier, nicht, dass wir die brauchen. Das ist doch ungünstig. Ja, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Also entweder müsste ich jetzt weit rumfliegen, ich glaube, das will ich euch nicht antun. Oder aber... Hier werden die nicht durchlaufen. Ich muss das doch mit den kleinen Mann. Ich habe gehofft, ich könnte vielleicht ein bisschen was einsparen. So, hier müsste ich richtig sein. So. Nicht so weit. Schade. Hätte ja auch klappen können. Aber. Mein Gott. Dann ist es halt so. Dich ziehen wir dahin. Du gehst da dran. Bist dort dran. Und du kommst hier hin. So. Von dort aus. Die Schmau. Mal hier hin. Und dann geht das von hier aus. Du bist ja ganz nach oben. Okay. Du gehst hier hin. Und dann. Boah, wie lege ich dich jetzt am besten? Packe ich dich direkt hier auf die Kante, nimm den ersten und sag Arschlecken. Oder gehe ich jetzt mit dir, weil ich das gerade anschließe, da hinten hin? Aber dann muss ich alles, was dahinter kommt... Oh, das ist wieder ein Hin und Her. Dich setzen wir hier hin. So einen schnappen wir uns und setzen den quasi genau einen rein, einen dahinter. Und schließen ihn direkt hier an die Kante. Und da wollte ich eigentlich hin haben. Moment. So werde da rein. Nein, da. Okay. Das haben wir da. Und für die anderen Ecke da unten machen wir das gleiche. Doch einfach. Wir kopieren uns den hier hin. Und sagen Hallo. So. Den dritten in der Reihe. Das passt doch. Na, hier packe ich dann. Weiß gar nicht mehr, was da hinten ist, dran, aber ne, dann haben wir schon mal wieder. Ja, wir haben ja jetzt da noch Platz für zwei. So. Das heißt, wir können auch noch einen vierten hier hinten hinsetzen und dann ist gut. Das heißt, wir nehmen uns den nochmal, setzen ihn dorthin, sagen ihm zack. Und du gehst bitte was ist das hier mit dem Abstand? So ist schon richtig, ne? So, jetzt müsste das doch alles passen, doch wie viel gibt, ne? Jo. Das heißt, du gehst da dran, was auch immer du wirst. Du gehst da dran. Du gehst dorthin und du kommst hier vorne hin.
So. Dann, wie machen wir uns das am besten? Also das würde bedeuten, wir ziehen jetzt alle da von unten nach oben. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil da unten könnte man sogar lassen. Gucken wir mal eben. Machen erst den Teil. Das ist schon. Wir haben nämlich jetzt da hinten noch was. Ich meine, da hätte ich auch gesagt, das wollen wir anschließen. An den Kollegen hier. Was haben wir denn hier? Modulare Rahmen. Den Modular Frames wollen wir auch überziehen. Ist doch super. Das Plutonium und Uranium ist unten vorne. Dann kann ich das besser der Seite ranpacken. Da unten haben wir Uranium ist auch auf der Seite da hinten und Sulfur ist hier. Wir haben jetzt eins, also den Sulfur, wir haben die Modular Frames. Es wären ja nur zwei noch auf dieser Seite. Dann brauche ich vielleicht einen davon gar nicht. Ja, auch egal. Halb so wild. Okay. Modular Frames. Wie viele haben wir da? 8 Stück. Kommt das hin? Das kommt sehr gut hin. Du. Komm her. Na. Sag mal. Geh dahin. Geh dahin. Dann kommst du da hier so hin. Bist da dran. Und da dran. Dann kommst du mit und gehst wieder hier so hin. Jetzt nehme ich da dran und da dran. Und dann kommst du wieder mit. Und zwar ungefähr bis hier. Und gehst da dran. Und dann kommst du mit. Setzt sich einfach genau hier neben. Ah, wenigstens den Teil schon mal direkt. Zack. Und da. Da oben dran. Du, Kollege, kommst mit hier runter. Das ist jetzt die Überlegung. Ich muss jetzt auf jeden Fall nach unten gehen. Ich könnte jetzt natürlich überlegen, die Kollegen direkt hier dran zu setzen. Oder ich setze die Kollegen. Moment, das machen wir schon mal hier hin. Lass ich das weiter runterkommen. Die Kollegen gehen an den hinteren. Und an den vorderen setze ich schon mal hier die. Was ist denn das hier? Was ist das hier vorne weg als erstes? Was produzierst du? Das muss ich wissen. Die Plutoniumzellen. Dann könnte ich die nämlich nehmen und als erstes da drauf legen. Das war die aus den. Ja, das machen wir auch so. Die gehen da hinten an den ganzen Spaß ran. Muss ich ein bisschen aufpassen, aber egal. Nö! So zum Beispiel muss ich da aufpassen. So, das heißt, du kommst mit. Dann haben wir das jetzt nicht mehr so und so. Nicht mehr so blöd hin und her und immer rum. So, wie habe ich euch angeschlossen? Ich habe euch ganz doof da hinten angeschlossen, glaube ich, ne? Easy. Wegnehmen. Mitkommen. Du gehst bitte dorthin. Kommst dann dahin. Von dort aus geht's
auch hier gerade hoch. Und von da dort an die Ecke. Und dann da dran. So. Hätten wir dich auch schon mal soweit? Jetzt fehlst du hier noch. So, oh, wir sind hier ganz doof gelegen. Okay. Dich packen wir erstmal. Moment. Dahin. Und ab jetzt ist es egal, wie du liegst. Mal gucken. Dorthin. Okay, dein Anschluss. Wo ist dein Stromanschluss? Dein Stromanschluss ist hier unten. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken, welche 7 sind das. Die muss ich mir mal raussuchen. Das ist die Nummer 2. Ja. Du bist die Nummer schon nicht mehr. Okay. 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 Oh. Planänderung. Das Kabel dort. Das erwische ich das? Ja, das machen wir mal. Da überlegen wir uns noch was. So, du machst mir bitte einmal den Kollegen dran. Den Kollegen dran. Kannst du ruhig da durchgehen. Erlaubt. So, dann haben wir schon mal die 4. Alle, die jetzt hier so angeschlossen sind. Dann nehmen wir wieder einen mit von dort nach hier. Da geht der dran. Und der dran. Muss ich kurz überlegen, weil 7 sind das nicht, nur 6. 1, 2. Also vorne habe ich 4 dran, hier habe ich 2 dran, das macht für mich weniger. Habe ich dich hier übertaktet? Nein. Habe ich dich übertaktet? Nein. Geht in die Richtung. Hast du Strom? Nein. Gut. So, der ist voll. Da habe ich einen großen hingemacht. Oh, klingt das falsch. Jetzt könnte ich überlegen, ob ich den da nehme und hier dran kriege. Bam. Sehr gut. Wir haben damit das, das und das angeschlossen. Und das. Das heißt, wir haben alle 4 Sachen da. Jetzt muss ich mir nur noch merken können, was auf welcher Leitung liegt. Puh. Ich fürchte, da werde ich gleich eine ziemlich lange Leitung haben und dort wieder zu entröseln. Hier ist Beton, da ist modulare Rahmen, da ist Dingens und hier ist Sulfur. Okay. Womit fange ich jetzt an? Ich glaube, vom System her wäre es am sinnvollsten, mit dem Sulfur anzufangen. Du gehst bitte dorthin. Kommst
darüber. So, die nächsten machen wir danach. Ich glaube, das wird gleich total bescheuert aussehen, aber das ist mir egal. Und ja, ich hätte die Dinger auch hier schon reinleiten können und dann das von innen so überziehen. Aber nö. Nein! Nochmal. So. Das heißt, wir brauchen hier, das ist der schon mal, das heißt, wir müssen mindestens dahin gehen. Dann müssen wir dahin gehen und dahin gehen. Hörst du hier gar nicht hin? Hey. Du gehörst da auch nicht hin. Was zum... Okay, jetzt muss ich tierisch aufpassen. Der ist da auf jeden Fall falsch. Hier geht's durch. Da geht's... Oh. Mit dir haben wir gar nichts zu tun. Das sieht hier natürlich dämlich aus. Das auch. Oh. Okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir diese Leitung definitiv wegreißen müssen. Weil sonst... funktioniert hier nichts mehr. Den da oben muss ich mir mal angucken. So, ja. Dorthin. Dorthin. Okay. So ist gut. Also, du gehst da dran. Du gehst dort dran. Du gehst dort dran. Und du, da. Das da ist unser Sulf. Nein, das ist Concrete. Sulfur ist der innerste. Falsche Seite. Faszinierend hier. So, da das erste ist, das ist... Hatte ich gesagt, das ist unser Pellets. Gehen jetzt mal hier hoch. What the fuck? Moment. Auch weg. Du kommst mit. Gehst dorthin. Du kommst hier. Mal aufschreiben. Nämlich Plutonium Zellen. Artikel beschleuniger. Das ist wichtig, weil sonst kriege ich den Unterschied nicht mehr. Da du da unten gerade mir falsche Sachen anzeigst. Wo habe ich hier den kurzen?
Weil das hier müsste sich verändern. Der Schalter ist aus. Funktionsfähig. Okay, hier habe ich irgendwo einen Fehler im Netz. Auch schön. Plutoniumzellen. Du bekommst Strom von da, du gehst da drauf. Ist. Ja, du solltest jetzt auch Strom haben, das stimmt. Ja, das kann ich jetzt natürlich von hier aus nicht sehen. Okay, müssen wir erstmal da runter. Aber die Dinger müssen ja jetzt an sein. Du dürftest Strom haben, ne? Ja. Strom sieht gut aus. Ah. Strom sieht hier gut aus. Wo habe ich dich so zusammengelegt? Ich meine, das ist relativ einfach rauszufinden. Ich muss nur irgendwo eine Kreuzung haben, die ein bisschen blöd gelaufen ist. So, wir sind hier. Das sind die Kollegen. Du gehst da hoch. Warum hast du Strom? Moment. Das ist doch vollkommen falsch, das da hinten war nicht Plutonium, sondern das war Sulfur. Das macht's noch bescheuerter. Warum hast du Strom? Du dürftest keinen haben. So. Seid alle angeschlossen. Und dann geht der Strom hier rum, da rum, da hoch. Warum? Shit, ich hab irgendwie. Oh, verdammt. Schlimmste, was ich hier gerade machen kann, aber es ist mich egal. Dich bitte da dran und dementsprechend. Ja, die zuerst weg. So. Jetzt seid ihr aus. Entweder muss ich. Du bist an. Okay. Du bist an und pumpst. Wunderbar. Ihr seid aus. Ja. Ihr seid aus. Oh, der Schalter umgekehrt. Weil die kommen von da, gehen da hoch auf den da oben. Aha. So, auf den. Wir verfolgen jetzt das Kabel. Ist das vierte hier. Dieses Kabel geht auf den Kollegen. Der dritte hier geht darüber, geht auf diesen. Dann heißt das, wir kommen hier auf dem an. Der geht hoch. Auf den. Wir kommen hier hoch. Nicht an. Okay. Plutoniumzellen, genau. Jetzt sprechen wir uns mal zwischen und machen hier doch lieber
Schwefelsäure draus. Können uns aber jetzt den nächsten nehmen. Das hier. Der ist nämlich... Name an. Plutoniumzellen. Wir setzen ihn auch mal auf an. Dann sehen wir nämlich, ob das funktioniert. So. Dann gehst du von dort aus... Von dort aus dorthin. Das passt. Nein. Knapp daneben so vorbei. Es ist dieser. Der geht dorthin. Da aus. Geht es. Auf diesen Kollegen. Jetzt, wenn ich unten rausgucke, müssten die Dinger an sein. Musst du nur herausfinden, wo ist denn bei denen die Leuchte? Haben die überhaupt eine? Oder eine Anzeige, ob sie Strom haben. Produktion start. Pausiert. Habt ihr eine Leuchte? Das ist faszinierend. Alle Geräte haben eine Leuchte, aber hier finde ich sie einfach nicht. Haben die keine? Okay, ich weiß, ich überziehe gerade. Tut mir leid. Mein Vorschlag ist, ich bin weiter verwirrt. Aber gut, ich... Ja, ich kriege hier Strom. Also alles gut. Das funktioniert. Wunderbar. Wir haben ja auch, produzieren ja auch noch nicht. Passt auf. Ich mache Folgendes. Ich werde jetzt die anderen Sachen da noch ohne euch verkabeln. Ja, die beiden, die wir angefangen haben. Beim nächsten Mal geht's mit dem letzten Rest los, den wir noch für die Seite haben. Dann wären wir nämlich komplett durch. Hätten hier alles angeschlossen. Und können uns auf die andere Seite rüber begeben. Dann fehlt nur noch Wasser. Und ich glaube, ein paar Sachen müssen noch irgendwo reingeschoben werden. Aber das werden wir dann herausfinden, wenn wir soweit sind. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Gäffchen.